Nach einer langen sommerlichen Ruhepause voller Bergwanderungen, Kanufahren auf dem Fluss, Lesen am Strand und noch zwei, drei Dingen, hatten wir zur Eröffnung dieser neuen Blow-Up-Saison Lust zu galoppieren, zu beißen, zu kratzen und zu brüllen. Kurz und gut, wir hatten Lust auf Raubtiere im Film. Denn Raubtiere gibt es im Film jede Menge. Tiger drinnen in Hangover. Oder Tiger an der frischen Luft in Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger. Löwinnen in Königin der Wildnis. Oder Löwen in Der Löwe. Geparde in Kartell. Panther in Katzenmenschen. Pumas in Ricky Bobby. Oder Leoparden in Leoparden küsst man nicht. Kurz und gut, Raubtiere gibt es im Film in Hülle und Fülle. Genug also, damit wir uns dem Thema widmen können. Zunächst gibt es zahlreiche Dokumentarfilme, die sich mit großen Raubtieren befassen. Zum Beispiel Im Reich der Raubkatzen, den die Disney Studios 2011 produzieren und der das Leben einer Löwin und ihrer Jungen in Kenia beleuchtet. Aber auch das eines Gepards, ebenfalls mit seinen Jungen. Und durch den man zur Krönung von Samuel L. Jacksons Stimme geführt wird. In their minds, they're the fiercest hunters in the land. Ansonsten haben sich andere auf ein bestimmtes Raubtier konzentriert, wie in Der Schneeleopard, in dem man den Fotografen Vincent Munier und den Schriftsteller Sylvain Tesson begleitet, während sie auf der Suche nach einem Schneeleoparden die Berge in Tibet erklimmen und schon bald für ihre Geduld belohnt werden. Aber wir kommen darauf zurück. Was noch? Nun, auch in Spielfilmen besetzen Raubtiere oft Hauptrollen. Insbesondere im berühmten Der König der Löwen, wieder der Disney-Studios. Mit Mufasa, dem König des Dschungels, und seinem Nachkommen, Simba, den man der Menge präsentiert. Dieser Film und die Eröffnungsszene sind 25 Jahre später wiederholt worden. Diesmal aber mit lebendigeren Tieren. Wieder mit Mufasa und etwas weiter Simba, der ebenfalls der Menge gezeigt wird. Außerdem verkörpert das Raubtier in diesen Filmen oft den offiziellen Bösewicht. Ruchlos, habsüchtig und manipulativ. Zum Beispiel in Robin Hood mit Prinz John, der sich nie scheut, sein Volk auszubeuten. Taxes! Beautiful, lovely! Taxes! Dann wäre da auch noch in Ice Age der Säbelzahntiger Diego, der ein krummes Ding nach dem anderen ausheckt. Und natürlich Shere Khan aus Das Dschungelbuch, der immer auf der Suche nach unschuldigen Opfern ist. Andersherum stehen zumindest die kleinen Raubtiere manchmal für super süße geschwisterliche Momente. Zwischen zwei Babytigern in Kambodscha in Zwei Brüder. Aber auch zwischen einem Jungen und einem Löwenbaby in Burkina Faso in Sirga, die Löwin. Oder zwischen einem Mädchen und einem weißen Löwenbaby in Südafrika in Mia und der weiße Löwe, in dem der Löwe wie eine Katze die Gabe hat, immer am falschen Platz zu sein. Und in King geht es um ein Löwenjunges, das auf dem Flughafen von Orly ausgerissen ist und von der kleinen Ines gefunden wird, die sich daraufhin an seine anspruchsvollen Essgewohnheiten anpassen muss. Außerdem ist da noch Die Wütenden von Laj Li mit diesem Löwenjungen, das einem Zirkus weggenommen und online dargeboten wird. Was noch? Nun, Raubtiere werden im Film häufig vermenschlicht und sind der Sprache fähig. In der Reihe Die Chroniken von Narnia spricht der weise Löwe Aslan mit der Stimme von Liam Neeson. Welcome Peter, son of Adam. Welcome Susan and Lucy. Daughters of Eve. Und in einem anderen Genre, in der Kung-Fu-Panda-Reihe, hat Tigress, die mit dem Panda Po Pink gnadenlos umgeht, die Stimme von Angelina Jolie. You don't belong in the Jade Palace. You're a disgrace to Kung Fu, and if you have any respect for who we are and what we do, you will be gone by morning. In diesem Sinne der Vermenschlichung gibt es im Film auch unzählige halbmenschliche, halbtierische Hybridkreaturen. Wie in Katzenmenschen,
als Nastassja Kinski gebannt beginnt, ihre wahre Natur zu verstehen. Aber auch weniger gruselig mit dem ängstlichen Löwen, den Bert Lahr in Der Zauberer von Oz verkörpert. Und außer Konkurrenz wäre da noch Der Sinn des Lebens, der Monty Python. Mit einem sehr, sehr menschlichen Tiger, da er von Eric Idle und Michael Palin verkörpert wird. Don't shoot, we're not a tiger. Was noch? Nun, als Versinnbildlichung des wilden Tiers ist das Raubtier natürlich gefährlich. Da würden uns auch die Steinzeitmenschen aus Am Anfang war das Feuer nicht widersprechen, die von Säbelzahntigern gejagt und kurz von einem zerbrechlichen Baum gerettet werden. Das erinnert uns an die Szene in Die Götter müssen verrückt sein mit dieser Person, die von einer Löwin gejagt wird und sich in einen noch zerbrechlicheren Baum rettet. Aber zum Glück passen manche auf, zum Beispiel Clark Gable in Mogambo, der nicht zögert und schießt, um Grace Kelly aus den Krallen eines bedrohlichen Panthers zu retten. Bender, don't move! Und Robert Redford in Jenseits von Afrika, der geduldiger und am Ende wirkungsvoller vorgeht, um die von einer Löwin umkreiste Meryl Streep zu retten. Please shoot her. Oh, let's give her a moment. Oh my God, shoot her! Auf der anderen Seite werden eher die Raubtiere von Menschen gejagt, wie in Der Geist und die Dunkelheit, mit einem sehr unerfahrenen Val Kilmer, dem der erfahrenere Michael Douglas hilft. Daher befinden sich Raubtiere, wie in Rosalind und die Löwen von Jean-Jacques Benex, oft hinter Gittern und werden mit Peitschenhieben dressiert. Um später an grausamen Vorstellungen teilzunehmen, ob in der Arena des Maharajas in Indien in Der Tiger von Eschnapur oder im Kolosseum in Rom in Gladiator. Die Raubtiere werden also zu Jahrmarktattraktionen und Zootieren degradiert, womit sich manche, wie der Löwe Alex, König des Zoos im Central Park in Madagaskar, gut abfinden. Während andere, wie der Tiger in Bressons, zum Beispiel Balthasar, einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Da wünscht und erträumt man sich bald die Befreiung. Was zum Beispiel Paul Grimaud am Ende von Der König und der Vogel anbietet, auch wenn die Bevölkerung eindeutig Raubtiere und Vögel verwechselt. Was noch? Nun, ein zahmes Raubtier zu besitzen, ist oft ein Zeichen von Macht. Und das weiß auch Kleopatra alias Monica Bellucci, die sich in Asterix und Obelix, Mission Kleopatra, nie von ihrem Gepard trennt. Wie Cäsar alias Alain Delon, der sich ebenso wenig von seinem Gepard trennt. Eine Anspielung auf Luchino Viscontis Film in Asterix bei den Olympischen Spielen. Cäsar ne vieillit pas. Beim Thema Macht sollten wir The Wolf of Wall Street mit den Golden Boys in Begleitung eines Löwen erwähnen. Pride ourselves on being the best. Aber auch Casino mit den Mafiosi und ihrem Tiger. You know, Ace could be a very touchy guy. Oder aber Scarface, in dem der Drogenbaron Al Pacino seiner Frau als Hochzeitsgeschenk ebenfalls einen Tiger schenkt. Abgesehen davon wird das große Raubtier ab und an mit Sexualität verbunden. Eine solche Analogie verwendet insbesondere Lars von Trier in Nymphomaniac für einen Splitscreen, bei dem wir schummeln mussten, da er zahlreiche pornografische Bilder enthält. Eine Raubtier-Sexualtrieb-Analogie verwendet auch Pedro Almodóvar in Die Haut, in der ich wohne, mit dieser Figur eines Serienvergewaltigers, der sich nie von seinem Tigerkostüm trennt. Und noch ein Triebtäter wird zuweilen von Raubtieren begleitet, der Serienmörder. Wie der Familienvater in Curling von Denis Coté, der in einem eingeschneiten Käfig einen Tiger hält. Und in Anklage Massenmord von William Friedkin
sieht man dieses packende Bild eines Serienkillers, der mit einem Tiger im Käfig gleichgestellt wird. Beenden wir diesen Überblick mit Komödien, denn so mancher Komiker hat seine Raubtierszene. Zum Beispiel Charlie Chaplin, der angesichts eines schlafenden Tigers in Der Zirkus böse dran ist, da ihm keiner hilft. Und Pierre Richard, der in Der lange Blonde mit den roten Haaren von einem Gepard bedroht wird. Oder Jean-Paul Belmondo, der in Das Superhirn von Gérard Houry angesichts eines wütenden Leoparden ebenfalls böse dran ist. Wenn man dann noch Al Pacinos Löwenplüschtier in Manglehorn dazu nimmt und die ausgestopften Raubtiere in Der Mann, der zu viel wusste, das Tigerposter in Fish Tank und die Tigerklobrille in Toni Erdmann. Wenn man dann noch den Papiertiger in 11 Uhr nachts dazu nimmt und den Papiertiger in Die Chinesin. Aber auch den Deko-Tiger auf dem Tisch in Anushka und die Deko-Raubtiere auf dem Regal im Hintergrund in Split. Den Tiger-Teppich in Der rosarote Panther. Frasari. Und den anderen Tiger-Teppich in Juno. Wicked Tiger. He looks proud. I swiped it from his Rancic's lawn. Die Raubtierunterwäsche in Mach erstmal Abitur. Und Gérard Depardieus Tigerslip in Abendanzug. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Dann kann man sagen, dass Raubtiere im Film überall sind. Vor allem, wenn man noch den Löwen in Le Lion Volatile dazu nimmt. Und die Löwen vom Trafalgar Square in Nachts im Museum. Und das alles hat uns mal wieder Lust auf ein Ranking gemacht. Deswegen geht es jetzt los mit unserer traditionellen, völlig subjektiven Top 5, der ersten dieser neuen Blow-Up-Saison, der besten Szenen, die in irgendeiner Weise mit Raubtieren im Film zu tun haben. Jedenfalls für uns. Unsere Nummer 5. Beginnen wir mit dem offensichtlichen und Apocalypse Now von Francis Ford Coppola. Die 59. Minute des Films. Martin Sheen und seine Männer suchen im Dschungel nach Essbarem und machen bald eine überraschende Begegnung, die den Beginn des Wahnsinns einläutet. Den Höhepunkt bilden der Blick Martin Sheens und der legendäre Ausraster von Frederick Forrest. Unsere Nummer 4. Beruhigen wir uns etwas mit Tropical Malady. Liebe kennt nur den Moment. Von Apichatong Virasitakul. In Thailand führen ein junger Soldat, Keng, und ein Junge vom Land, Tong, eine geheime Liebesbeziehung. Doch bald verschwindet letzterer und Keng macht sich im Dschungel auf seine Suche, bis er ihn schließlich verwandelt wiederfindet. Noch fesselnder geht es für uns kaum.
Attendez. Kahin to yan yung tili. Me. Ha. Ham tu. ชีวิตอยู่ได้เมื่อข้าได้กินจิตวิญญาณของแกแล้วเราทั้งคู่ก็ไม่ใช่สัตว์คนอีกต่อไป หยุดหายใจได้แล้ว Unsere Nummer 3 betrifft Jacques Tourneur, den wir uns fürs Ranking aufgehoben haben. Denn der Filmemacher hat zwei Filme zum Thema gedreht. Zunächst Katzenmenschen 1942, der in die Filmgeschichte einging, weil er auf so charakteristische Weise Angst verursacht, ohne je etwas zu zeigen. Und dann zweifellos unseren Lieblingsfilm The Leopard Man, der ein Jahr später entsteht und in dem sich zwei suggestive Szenen spiegeln. Das Let Me In eines Kindes an der Tür, das von einer gefräßigen Kreatur bedroht wird. Mama, please, let me in! Let me in! Let me in! Und etwas weiter das Let Me Out einer Frau, die auf einem Friedhof eingesperrt und von derselben gefräßigen Kreatur bedroht wird. Let me out! Unsere Nummer 2 ist ein Sonderfall in der Filmgeschichte. Roar, die Löwen sind los, den Noel Marshall mit seiner Lebensgefährtin Tippi Hedren produziert, dreht und spielt. Ein völlig verrückter Film, der auf einem Gelände gedreht wurde, das in ein Reservat mit mehreren Dutzend nicht dressierten Raubtieren verwandelt worden war. Mit Löwen, Tigern, Pumas. Der Dreh wurde über 6 Jahre verteilt und alle Crewmitglieder wurden dabei gekratzt, gebissen oder stark verletzt. Also einer der gefährlichsten je gedrehten Filme. Hier deshalb ein 1,5-minütiges Beispiel der Risiken, die Noel Marshall und sein Team auf sich genommen haben. Und wir haben die ganze Zeit über Angst um sie. No, actually, the closer you'd get to them, the more they'd like you, the safer you'd be. But look, he's going to jump on us. No, 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 no. They're just playing. They like to play the old cat and mouse game. Here, I'll cover you. Oh, God, John. No, if you just look at him, or you run at him. No, no, look. What? You leave him alone. Oh, that's Johnny Lyon. You never have to worry about John. Are you scaring him? You know, you gotta watch out for Mark. No, he's okay. This is Charlie. Wow. And you gotta watch out for Beery, okay? Right. It's just playing, I'm telling you. But you could get killed. The cat's got a little excited. Yeah, that's all. Oh. Wow. Wow. Are you okay? Wow. You're crazy. Wow. Und schließlich unsere Nummer 1. Wir haben ja gesagt, wir kämen darauf zurück. Also los. Der Schneeleopard von Vincent Munier und Marie Amiguet.
Denn nach dem Sommer, den wir hinter uns gebracht haben, mit Hitzewellen, Dürre und heftigen Gewittern, haben wir mehr denn je Lust auf die Natur, darauf die Menschen zu vergessen, unauffällig zu sein, fast zu verschwinden und dabei zu bewundern, zu glauben und zu hoffen, dass diese Schönheit niemals ausgelöscht wird.